The Man on the Moon. Millionen von Menschen hat das Apollo-Programm diesen großen Traum erfüllt. Und das, obwohl es so schien, als hätten die USA den Wettlauf um die Vorherrschaft im All schon lange verloren. Ihr habt euch dieses wirklich sehr, sehr spannende Thema bei WhatsApp gewünscht. Danke dafür. Und bekommt jetzt die vier wichtigsten Facts zum Apollo-Programm. Wie genau lief die krasse Aufholjagd im Weltall ab? Hat die Apollo-Mission überhaupt stattgefunden? Und welche Tragödien mussten auf dem langen Weg zum Erfolg verkraftet werden? Also, herzlich willkommen bei Klicks zum Science Fiction. Fakt 1, die Eroberung des Weltraums. Ein spannender Wettlauf mit Aufholjagd. Kein Weltraumprojekt wird der Menschheit mehr Eindruck hinterlassen. US-Präsident John F. Kennedy hatte beim Entwurf des Apollo-Programms eine große Vision. Dabei wurde der Weltraum in mehreren Etappen erobert und den ersten Teil hatten die USA jedenfalls gegen die Sowjetunion verloren und zwar zum zweiten Mal. Sputnik, der erste Satellit, war 1957 von den Russen gestartet worden und der Sowjetunion gelang es auch, den ersten Menschen ins All zu schicken. 1961 war das der Kosmonaut Juri Gagarin. Also sah es lange so aus, als seien die Amerikaner bis aufs Letzte abgehängt. Der Weltraum war zu dieser Zeit tatsächlich der Schauplatz, an dem das ultimative Kräftemessen der beiden Großmächte ausgetragen wurde. Die großen Fragen, wer schafft es als Erster nach oben? Wer rammt als Erstes seine Flagge in den Mondboden? In seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress im Mai 1961 kam noch einmal der letzte Ansporn vom amerikanischen Präsidenten himself. Zitat: Unsere Nation sollte sich verpflichtet fühlen, vor dieser Dekade einen Mann zum Mond zu bringen und sicher wieder zurück auf die Erde. Den Amerikanern setzte er damit seine große Vision ins Ohr, die Landung der Menschen auf dem Mond. Und damit war das Apollo-Programm geboren. Zweiter Fakt: Größte Trägerrakete weltweit. Deutsche Luftwaffe war beteiligt. Vor allem die Entwicklung einer leistungsstarken Trägerrakete stand im Fokus der amerikanischen Pläne und da steuerte auch die deutsche Luftwaffe ihr Wissen hinzu. Die Herausforderung, die Trägerrakete musste der Erdanziehung entkommen und ein bemanntes Raumschiff in den Weltraum befördern. Das Ergebnis, die Saturn V, die mit ihrer Höhe von 110 Metern noch immer zu den größten Raketen der Welt gehört. Gerade habe ich sie ja als Bausatz von Lego gebaut, das ist schon ziemlich faszinierend. Ihre Leistung ist tatsächlich phänomenal. Ihr Startgewicht lag bei 2880 Tonnen. Das dreistufige Trägersystem hatte eine Schubkraft von, haltet euch fest, 160 Millionen PS und die Saturn V erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 39.000 Kilometern pro Stunde. Und so dauerte es nur 60 Stunden, bis die Trägerrakete die Astronauten zum Mond gebracht hatte. Das absolut Paradoxe, der Großteil des Gewichtes war dazu da, das große Gewicht der Rakete nach oben zu befördern. Fast ein fliehendes Ziel, aber am Ende schaffte es die Rakete, Raumschiff und Mondlandepferde zum Mond zu bringen. Ein Bruchteil des Gewichtes. An sich bestand das Apollo-Raumschiff aus drei Komponenten. Im Kommandomodul waren die Instrumente angesiedelt, um es zu steuern. Hier lebten die Astronauten auch. Sie aßen und schliefen beispielsweise hier. Das Haupttriebwerk und die elektrischen Systeme sowie die Kommunikationszentrale befanden sich im Servicemodul. In der Mondlandeeinheit hatten zwei Astronauten Platz. Damit konnte man auf der Mondoberfläche landen und auch wieder zum Kommandomodul zurückkehren. Dritter Fakt, nur 17 der geplanten 20 Missionen fanden statt. Der Start des Apollo-Programms war im Jahr 1967 mit Apollo 1. Insgesamt 12 Probeflüge waren geplant, bis der erste Astronaut tatsächlich auf dem Mond landen sollte. Und der Anfang vom Ganzen wurde tatsächlich zur Tragödie. Drei Astronauten sollten einen Monat vor dem ersten Flug der Apollo 1-Mission die Raumkapsel testen. Doch die Ingenieure hatten eine technische Schwachstelle übersehen. Einige werfen der NASA sogar vor, im Rennen um die erste Mondlandung nachlässig geworden zu sein. Es gab ein Feuer im Cockpit. Die Sauerstoffversorgung der Raumanzüge fiel aus. Die drei Männer verbrannten. Mit der Apollo 8 gelang dann später die erste bemannte Mondumrundung und Apollo 11 beinhaltete dann endlich die erste Mondlandung. Doch Anfang der 70er Jahre drehte sich die Stimmung der Amerikaner hinsichtlich des Apollo-Programms. Aber bis dahin hatte die NASA auch schon 6 erfolgreiche Mondlandungen hinter sich. Und so wurde das Budget der Weltraumbehörde gestrichen und nur 17 der geplanten 20 Apollo-Programme
Apollo-Missionen konnten stattfinden. Das alles verschlang Kosten von mehr als 20 Milliarden Dollar. Wirtschaftlich gesehen gibt es noch heutzutage Diskussionen darüber, ob das wirklich notwendig war. An dem ganzen Apollo-Programm waren zudem eine 500.000 Menschen beteiligt. Vierter Fakt: Die Apollo-Missionen fanden statt. Immer wieder wurden die Apollo-Missionen von Laien in Frage gestellt. Allerdings verfügten sie nicht über das Fachwissen und die optischen und physikalischen Kenntnisse, die nötig sind, um die Video- und Fotoaufnahmen vom Mond zu beurteilen. Warum sind keine Sterne auf den Fotos zu sehen? Warum weht die amerikanische Flagge im Wind? Wieso sind manchmal dieselben Hintergründe zu sehen? Alles gar nicht mal so komplizierte Sachverhalte, die aber ohne Sachkenntnis nur schwer verständlich sind. Wer sich jedoch ein wenig darin vertieft, wird alles ziemlich schnell verstehen. Und umgekehrt konnte noch niemand nachweisen, dass wo und wie die Mondlandung hätte inszeniert werden können. Mit den damaligen filmischen Möglichkeiten wäre das nämlich schlichtweg unmöglich gewesen. Selbst Kinofilme waren in dieser Perfektion nicht möglich und eine so umfassende Dokumentation mit Foto, Film und Video hätte wahrscheinlich noch mehr gekostet als eine echte Mondlandung. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch Extra-Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal. Einfach hier drunter draufklicken. Ihr kriegt dann auch noch ein paar Privilegien dazu und unterstützt uns mit einem kleinen Betrag. Einfach eben auf Mitglied werden klicken, direkt unter dem Video. Ein Riesendank an all diejenigen, die schon dabei sind. Das macht uns etwas unabhängiger von den schwankenden Werbeeinnahmen hier auf YouTube. Und wenn ihr immer informiert werden wollt über die aktuellen Videos und nicht über die etwas unzuverlässige Abo-Box, das kennt ihr schon, WhatsApp, einfach draufklicken, kostet nichts und ihr kriegt jeden Tag eine Meldung, wenn das Video online geht und zwar sogar etwas früher als hier auf YouTube und am besten auch meinen Schwesterkanal. Klickt zum Social Media abonnieren, dafür hier klicken und nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit, darf auch draufklicken. Menschen sollen auf dem Mond siedeln. Bis dann. Bleibt dran.